Jede helfende Hand ist gefragt. Es wird ausgeladen, umgeladen und Tross abgeladen. Dass alles reibungslos klappt, braucht es viel Organisation. Man muss Stalllisten führen, wir müssen Stromkarten aufnehmen und Notfalltelefonnummern, das ist so ein bisschen das Wichtigste. Und was die Rosse auch überkommen, Spö oder Stroh. Ganz wichtig ist auch, dass jedes Ross seinen bestimmten Platz hat. Die Stallchefin Franziska Rei weiss, dass sich die Hengste gerne von den Stuten ablenken lassen würden und platziert sie darum nicht nebeneinander. Wenn es schlimm kommt, dann brechen sie durch oder irgend sowas. Nein, das sollte man vielleicht schon vermeiden, weil das ist nicht gut. Auch für, ja, dann sind sie nicht bereit für das Turnier und so. Die sollten ein bisschen ihre Ruhe haben. Insgesamt sind Reiterinnen und Reiter aus 15 Nationen am Start. Darunter auch der Olympionik Martin Fuchs. Seiner Mutter ist die Pflege von der Ross wichtig. Wie die richtigen Olympioniken werden sie nach dem Sport verwöhnt. Neben dem Futter gibt es sogar eine Schlammmaske. Ein kommt so ein Pulver rüber, der andere so eins. Aber eigentlich nichts verrückt. Und was wir dann immer noch mitbringen von daheim, ist unser selber gemachte Lehm. Die wir immer nach dem Springen werden die eingelehmt und kühlen. Das ist halt wie bei den Sportlern. Der Martin Fuchs und Co. haben das Rio die Landesfarben vertreten. Bei der Familie hat das Erlebnis einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das war phänomenal. Es war ein Erlebnis. Und bin natürlich sehr, sehr stolz auf unseren Sohn, dass wir mit 24 Jahren an der Olympiade mitmachen können. Ist sogar 9. geworden, also das heisst 9. Beste auf der Welt. Also wir sind super, mega zufrieden. Jetzt wird aber das erste Mal ein bisschen Humlikerluft geschnuppert.